Wenn ich mich mit Unternehmern oder natürlich auch mit unseren Kunden unterhalte, die mir dann sagen, du Marc, ich bin jetzt gerade dabei, meinen ersten Mitarbeiter einzustellen, ich will mein Team vergrößern, was muss ich da beachten, vor allen Dingen auch aus versicherungstechnischer Sicht? Und genau dieser Frage geben wir in diesem Video mit auf den Grund. Der erste Punkt ist natürlich das Thema Krankenversicherung. Ja, du musst das natürlich melden, dem Mitarbeiter, dass du halt im Rahmen, egal ob er jetzt gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert ist, dass das halt natürlich über dich als Arbeitgeber letzten Endes läuft oder du bei der privaten Krankenversicherung dann auch den Zuschuss, deinen Anteil, den du natürlich für deinen Mitarbeiter zahlst, dass der halt auch fließt. Das ist das erste Thema. Hier ist es auch so, wenn man dort als Arbeitgeber ja noch ein bisschen Geld sparen möchte, gibt es da ein, zwei coole Konstrukte, wo man einfach nochmal bares Geld spart, kann man sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Weiterer Punkt ist die gesetzliche Unfallversicherung. Das Wort sagt es schon, gesetzliche Unfallversicherung. Man ist verpflichtet, das Ganze zu tun. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der im Unternehmen ist oder der neu reinkommt, muss gemeldet werden, sodass dann die gesetzliche Unfallversicherung installiert wird und natürlich auch greift. Der weitere Punkt, der auch immer wieder sehr entscheidend ist, das, was aktuell an Absicherung schon da ist, also das heißt, die Versicherungsverträge, dort muss ein Check durchgeführt werden, ob auch die neuen Mitarbeiter mit abgesichert sind, ob der auch Versicherungsschutz letzten Endes besteht. Das ist ganz entscheidend und ob halt natürlich auch mit dem Absicherungskonzept bei der Firma, was man vielleicht vorher als Einzelunternehmer gemacht hat oder wenn man das ja einfach ein bisschen auf die lange Bank geschoben hat, dass man dann doch dort nochmal reingehen soll, das als Anlass nimmt, damit halt auch der Mitarbeiter abgesichert ist. Weil es bringt nichts, wenn der Mitarbeiter, du schickst ihn jetzt auf einen Videodreh oder du bist zusammen mit ihm auf einer Messe oder etwas dergleichen, es passiert jetzt etwas dort, ja, oder er fügt einem anderen Unternehmer als Beispiel Schaden zu, dann muss das Ganze abgedeckt sein. Das heißt, Punkt Nummer 3, das ist generell bei der Versicherungskonzeption, dass du dort einfach beachten solltest, okay, es kommt ein neuer Mitarbeiter zu, wir prüfen das Ganze nochmal aus dem Aspekt. Punkt Nummer 4 ist das Thema Rechtsschutzversicherung. Natürlich solltest du als Unternehmer eine Rechtsschutzversicherung haben, das ist klar. Wichtig ist aber jetzt hier der Baustein Arbeitgeber-Rechtsschutz. Also das heißt wirklich, sollte es so sein, natürlich denkt man da nicht dran, wenn man jetzt den Mitarbeiter einstellt, man ist froh, es hat alles gepasst beim Bewerbungsgespräch, dass man den Mitarbeiter eingestellt hat. Aber man muss halt auch beachten, gerade wenn man wächst, kann es irgendwann mal sein, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, weil der Mitarbeiter es nicht mehr möchte oder weil man selbst es nicht als Unternehmer nicht möchte oder es einfach generell nicht passt. Aber immer dann, wenn das Thema Arbeitsrecht letzten Endes mit im Spiel ist, dann kann das sehr konfliktreich und auch letzten Endes teuer und auch problematisch werden. Das heißt, gerade für das Thema, wenn auch mal Mitarbeiter, leider Gottes kommt das ab und zu mal vor, offgeboardet werden muss, dass man auch dort einen rechtlichen Beistand halt letzten Endes hat. Wichtig wäre es dann auch, gerade wenn du in einem weiteren Aspekt bist, was der unternehmerische Tätigkeit angeht, das heißt, du hast Teamleiter oder Manager-Ebene, dann ist es natürlich auch so, dass du dort für deine Mitarbeiter, wenn die ja Führungsverantwortung haben, natürlich auch ein weiteres Versicherungsrepertoire dir anschaust, ja, dass du gegebenenfalls Versicherungen installierst, wo die von der Haftung befreit werden, ja, oder wo sie als Schlüsselperson letzten Endes abgesichert werden. Das kommt dann nochmal explizit, wenn man ein größeres Team hat, was aufgebaut ist und wirklich Unternehmer, dann Mitarbeiter in der Schlüsselperson letzten Endes hat. Als weiterer Punkt ist es natürlich so, gerade wenn man Mitarbeiter einstellt, ist es natürlich der Fall, dass man auch dort attraktiv als Arbeitgeber sein sollte. Das heißt, dort gibt es unterschiedliche Konzepte, die man installieren kann, wo man halt letzten Endes eine Mitarbeiterbindung hat. Das heißt einmal die Gesundheitsthemen, aber natürlich auch so, dass man sich als Arbeitgeber an der Altersvorsorge des Mitarbeiters beteiligt und wirklich dafür sorgt, ja, dass der Mitarbeiter, der loyal an deiner Seite arbeitet, dass der auch letzten Endes später in der Rente mehr Kapital zur Verfügung hat. Da gibt es auch nochmal Möglichkeiten, die natürlich dazukommen. Es wird interessant, wenn ja einige Mitarbeiter dann im Unternehmen sind, dass man auch hier nochmal schaut, um letzten Endes Mitarbeiterbindungsprogramme zu machen, Gesundheitswesen, aber natürlich auch der Aufbau von einer Privatrente für den Angestellten. Das heißt,
heißt, hier bei diesem Punkt sollte das mal so als kleine, ja, ich sag mal, Checkliste letzten Endes dienen. Ja, das heißt, man sollte dort natürlich seinem Ansprechpartner ja dann Feedback geben, wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt. Wenn das jetzt aber für dich auch so ist, dass du gemerkt hast, okay, ich habe generell bei den Versicherungen noch ein paar Lücken. Ich bin jetzt von ja, meiner Nebenberuflichkeit, starte ich jetzt in die Selbstständigkeit oder ich bin jetzt vom Selbstständigen, will ich jetzt zum Unternehmer werden, der ein Team sich aufbaut, egal an welcher Stelle du dich letzten Endes befindest. Wir haben für dich das passende Konzept, haben schon etliche Kunden in der gleichen Herausforderung beraten und können dir da auch wirklich aus unserem Erfahrungsschatz, aus unserem Repertoire, nicht nur von unseren Kunden, sondern auch am eigenen Leibe, weil auch bei uns ist es so, wir stellen Mitarbeiter ein, wir haben auch mal einen Mitarbeiter offboarden müssen. All diese Punkte sind letzten Endes natürlich auch schon von uns erlebt worden. Das heißt, wir sind da für dich ein sehr kompetenter Ansprechpartner, was das Ganze angeht. Sollte das für dich interessant sein, du bist dabei, jetzt den ersten Mitarbeiter einzustellen oder dein Team zu vergrößern oder generell mal einen Versicherungscheck zu haben oder Geld anzulegen, dann habe ich dir unter dem Video einen Link beigefügt. Trag dich einfach ein, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns deine individuelle Situation an und freuen uns auf dich. Dein Marc Sonnet.